Familien. Drama. Jeder kennt es, jeder hat es in irgendeiner Art und Weise. Ob zu Hause, bei den Nachbarn, bei den Freunden am Telefon oder beim Commander mit den großen Schwestern. Und innerhalb dieser Zankereien ist wirklich nichts schöner als die Geschwisterliebe. Ich bin ja der Kleinste von 3 Kindern mit 2 Schwestern oben drüber und ich muss hier überhaupt keinen lustigen Witz einbauen. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon Bescheid. Ja, ich habe die Handdowns von meinen Schwestern bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich als Kind ausgesehen habe, stellt euch einfach Ron vor, aber statt löcherigen Wollpullis habe ich zerfressene quietschgelbe Wendy-T-Shirts an. Ja, die Pferdezeitschrift. Alter, ich rock den Look heute noch, hat aber bei der Schulzeit nicht so gut getan. Aber ich würde dir jetzt nur wegen sowas nicht sagen, dass ich schlechte Geschwister hätte, denn ich liebe meine Schwestern. Aber ich würde sie vernichten, wenn ich könnte. Enterben. Da hat's aber andere in der Geschichte der Menschheit deutlich schlechter getroffen. Was machst du zum Beispiel, wenn du dir dein Leben lang die Seele aus dem Leib schauspielerst, um dir einen Namen für dich am Broadway zu machen? Und dann kommt dein ewig nutzloser Bruder und verewigt sich auf ewig in die Geschichte, indem er dem Präsidenten die Seele aus dem Leib naturalisiert. Oder dein Bruder klaut das Geheimrezept für Kellogg's, während du gerade deinen täglichen Einlauf in den Südmund gepumpt kommst und wird einfach Millionär. Was? Oder warst du schon mal so sauer auf deinen Bruder, dass ihr beide aus Hass jeweils ein Sportimperium hochgezogen habt? Ja, heute schauen wir uns mal die ohne Fragen schlimmsten Geschwister der Geschichte an. Kain und Abel, Romulus und Remus, all die Leute und noch viel mehr. Passend dazu übrigens, Krieg der Brüder von MTG wurde packfrisch released und die zwei sind auch die Inspiration für dieses Video. Aber das sind ja zwei Brüder, mit Schwestern ist es aber wie gesagt nicht automatisch besser. So. Freust du dich schon auf dein Geschwisterchen? Ja! Willst du wissen, was es ist? Ja! Na, dann schauen wir mal. Blau! Es ist ein Blauspieler! Ist das nicht schön? Blau, aber ich wollte doch ein normales Geschwisterchen! Sei ruhig, du kriegst, was du verdienst. Blau! Aber es ist ja immer wieder mal gut, sich vor Augen zu führen, dass man es schlechter haben könnte als Nachtische, die aus dem Kühlschrank verschwinden. Du könntest tot sein. Oder du könntest tot sein. Oder tot! Oder du bist bereits tot. Naja, aber wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Geschwister? Was sind eure Geschichten zur Geschwisterliebe? Habt ihr auch wunderschön quietschgelbe Wendy-Shirts geerbt? Ja? Ich bin doch damit nicht der Einzige, oder? Freunde! Schreibt's mir mal unten in die Kommentare. Und wenn sich eure Beziehung zu euren Geschwistern bessern soll, dann abonniert den Kanal doch. Warum das eine das andere beeinflusst? Und vergesst nicht, die Glocke zu klingeln. A Glöckchen a day keeps the siblings at bay. Und damit dann, hey Leute, ich bin's wieder, der parasoziale Bruder aus dem Internet. Kain und Abel sind ja jedem ein Begriff, oder? Und nach diesem Video sollten es vielleicht auch einfach Ursa und Mishra sein. Gönnt euch Magic, erster Link in der Videobeschreibung oder über diesen QR-Code. Wow! Ich hab Hunger! Ich will ein Booster-Pack, dann will ich auch ein! Du hattest doch letztens erst eins! Na und? Ja, du bist doof! Du bist doof! Nein, es ist noch Kartenspiel im Haus! Ich will ein Booster-Pack! Nein! Mal wieder typisch und das nur, weil du den unbedingt von Magic erzählen konntest! Es hätte alles sein können, außer Magic! Jetzt höre ich nur Magic, Magic, Magic den ganzen Tag! Magic, 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 Magic! Kain und Abel, Kinder von Adam und Eva, sollen Gott ein Opfer darbringen und Kain ist eifersüchtig und steckt Abel eine Hacke in den Kopf, weil Gott Schafe mehr mochte als ein Päckchen Haferflocken extra zart. Das Paradebeispiel für reichlich problematische Geschwisterbeziehungen. Kenn ich von zu Hause aus, aber nach der Pubertät löst sich alles von alleine. Es gibt aber dennoch noch mehr als genug andere und weniger erfundene Geschichten, die beweisen, dass Einzelkindsein manchmal vielleicht doch der bessere Weg gewesen wäre. Zum Beispiel beim oben schon geteasten Edwin Booth. Edwin Booth war, und je nachdem, wen man fragt, ist ein extrem berühmter Bühnenschauspieler, der 1833 bis 93 gelebt hat. Angetrieben durch einen sehr strikten Vaterschauspieler wurden er und sein Bruder John Wilkes Booth praktisch in diese Rolle gezwungen und haben auch beide in gewisser Weise Erfolg gehabt. Immerhin sind beide bis heute bekannt geblieben. Während Edwin über seine schauspielerische Zeit immer bekannter wurde und regelmäßig grandiose Performance in Stücken von Shakespeare abgeliefert hat, war sein Bruder mehr so in der Rolle von
Gras seien zu sehen. Publikum bei Edwin gegen Publikum bei John quasi. Und auch zu Hause war John etwas weniger beliebt, wegen der kleinen, aber feinen Meinung des Afroamerikaner. Naja, und was soll ich sagen? Er war damit in seiner Familie alleine. Und als Big Papa Abraham Lincoln, Gegner der Sklaverei und Verfechter der uneingeschränkten Grundrechte für alle nicht-indigenen Völker, dann 1864 wiedergewählt wurde, ist John dann die Magerhutschnur geplatzt. Und am 14. April 1865 hat er sich dann während einer Vorstellung Zutritt zum Präsidentenbalkon verschafft und Abraham Lincoln... Und ganz plötzlich war er der bekanntere Bruder. Yay. Geht man nämlich auf die Wikipedia-Seite von Edwin Booth, steht da Satz 1 einfach... Ja, ja, er war Schauspieler, Vuvuzela-Party-Fans rasten aus und er war der Bruder des Mörders von Lincoln. Wow! Weniger präsidenttödlich, aber dafür sehr viel mehr. Kaisermorden ist bei Caracalla und Geta abgelaufen. Wer waren die zwei? Nun, die beiden waren die Kinder des 20. Kaisers von Rom, dem guten Septimus Severus. Dumbledore! Als ihr Vater 211 nach Christus aber den kaiserlichen Löffel abgegeben hatte, war der Plan eigentlich, dass beide jetzt zusammen das Kaiserreich regieren und allen Pacem Gaudium Ovum Placenta bringen. Aber stattdessen gab's direkt zu Vatis Ableben eher Kalligalli. Hast du meinen Schokopudding gesehen? Bon. Du, hast du meine Kopfhörer gesehen? Brauch die grad. Wir haben einen Zoom-Call für die Schule. Hast du meine Booster gesehen? Haben wir noch Panzertape? Ob wir noch Panzertape haben? Aber jetzt zurück zum Thema. Caracalla und Geta hatten nämlich sehr viel Interesse daran, nur ein Kaiser und nicht zwei Kaiser zu sein. Und so wurde nicht nur der Palast noch am selben Tag metaphorisch halbiert, sondern auch der gesamte Hofstand musste 1, 2 oder 3 spielen und auf einer Seite stehen, bevor das Licht angeht. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Oh, da seid ihr euch aber jetzt alle zusammen sehr sicher, ne? Und während das gesamte restliche Jahr nichts als Chaos im Palast verabschiedet wurde, wollte Mama die Probleme dann im Dezember 211 ein für alle Mal mit einem klärenden Gespräch klären. Wie damals. Ja, wie damals. Vertragt euch doch mal! Alles klar. Naja, was soll man sagen? Erschienen sind beide Brüder. Gegangen ist aber nur einer. Und zwar, weil Geta von der Prätorianergarde zu Kassler Aufschnitt filetiert wurde. Und nicht nur das, sondern alle Unterstützer von Geta, die blöderweise auf der 2 gestanden haben, wurden mit zu den Leuten auf der 3 beigelegt. Lange gehalten hat das Kaisern für Caracalla allerdings nicht. 5 Jahre später wurde er dann nämlich beim Kakarallern erstochen. Die Witze schreiben sich wirklich von selbst. Ich muss mir nicht mehr Mühe geben. Aber hier hört die Geschichte von Roms Beteiligung in beschissenen Familienverhältnissen natürlich noch nicht auf. Ist hier jemand Kleopatra im Begriff? Hübsche Frau, mochte Milchbäder, hat Cäsar stechen lassen, bevor er gestochen wurde. Und am wichtigsten für uns heute hat eine wirklich, wirklich bekloppte Familie gehabt. Kleopatra, beziehungsweise Kleopatra, die 7., das ist die Cleo, die wir alle kennen und lieben, kam aus Verhältnissen, die wir eigentlich eher Game of Thrones zuordnen würden und nicht dem hübschen alten antiken Ägypten unserer Träume. Das fängt dann schon mal damit an, dass der Stammbaum ihrer Familie wirklich heftig im Kreis war. Ihre potenzielle Mutter hatte zum Beispiel nur eine Oma und einen Opa. Um euch kurzlich bildlich zu erklären, wie das klappt. Der Stammbaum, das ist überhaupt gar kein Baum, ja, das ist eher so ein Stammstock, der konnte gar nicht ausfächern mit so viel Inzucht und Intrigen. Und dann haben die ihre Kinder nicht mal groß benannt, die wussten schon, was kommt. Die Typen hießen alle nur Ptolemaios 1 bis 14 und die Damen der Schöpfung Kleopatra 1 bis 7. Berenke gab's auch noch oder Arsinoe, aber die beiden gingen nur bis 4, waren also eher so die Rares auf der Familienfeier, wa? Und nur mal als Beispiel für die Gesamtverhältnisse der Familie. Kleopatras Ur-Uropa hat seine Mutter getötet, weil diese seinen Vater getötet hatte, weil dieser eine Affäre mit ihrer Mutter hatte. Und dann hat der Ur-Uropa seine Schwester geheiratet und beide wurden instant von Unbekannt getötet. Hä? Oder aus Kleopatras Sicht. Ur-Ur-Uropa hat Ur-Ur-Ur-Uroma getötet, weil Ur-Ur-Ur-Uroma Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa getötet hat, nachdem er Ur-Ur-Ur-Ur-Uroma in den Sarg gesandt hat und dann hat Ur-Ur-Uropa Ur-Ur-Uroma geheiratet und dann wurden die getötet potenziell von Ur-Ur-Uropa. Okay? Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wir schaffen, ne?
Und dann fragt man sich, warum Historiker den ganzen Tag nur lesen. Den Mist wollte ich jetzt auch nicht entknoten. Die ganze Magic-Lore ist dagegen ein bisschen weniger, dafür aber lustiger. Hey, hast du... Hey, versuchst du wieder einen gorgatischen Sylex zu aktivieren, alles in einem 100-Kilometer-Radius zu zerstören, deine latenten Planeswalker-Fähigkeiten zu aktivieren und eine zweite Eiszeit auszulösen? Nö. Auf unserer Zusammenfassung von Ptolemaios 1 bis 100 steht dann auch schon der eigentliche Grund, warum Kleopatra auf der Liste ist. Ja, ihre ganze Familie war irgendwie mehr oder minder nur beschissene Brüder und Schwestern, aber unsere Cleo hat dann nochmal die Hieroglyphen tanzen lassen. Von 4 Geschwistern hat sie nämlich gleich 2 ganz unverblümt und ungeheim getötet. Zuerst ihren Bruder und ihr Mann Ptolemaios den 13. mit Hilfe ihres Sugar Daddies Julius Caesar und dann ihren neuen Ehemann Bruder Ptolemaios den 14. ganz allein und persönlich. Und dann später, als sie Caesar dann genug die Kaiserstirn geküsst hatte, musste ihre Schwester Arsinoe auch noch dran glauben. Irgendwoher muss man ja auch seine Inspiration nehmen. Ja, danke dafür. Und da kann ich halt nur sagen, meine Schwestern waren vielleicht jetzt nicht immer so die Creme de la Creme, wenn es um unsere familiär-sozialen Interaktionen ging, aber zumindest haben sie mich nicht umgebracht. Noch nicht. Aber jetzt mal genug von den alten Staubgeschichten. Kommen wir doch mal etwas näher an die Gegenwart mit Geschichten, die man zumindest schon mal in Schwarz-Weiß festgehalten hat und nicht in Fels. John und Will Kellogg. Ist euch allen ein Begriff, ob ihr wollt oder nicht? Die zwei sind Ende des Tages nämlich an Cornflakes schuld. Diese wunderbaren kleinen Maiskrümel. Miam, miam, Karies. Aber erstmal alles auf Anfang. John und Will Kellogg sind Kinder. Waren Kinder. Der Ist-Zustand für beide ist... Hab's ja gesagt. John, 8 Jahre älter als sein Bruder, hat das gemacht, was große Brüder so machen und den kleinen Will den ganzen Tag gehänselt und... Und irgendwann sind die beiden dann groß geworden, nur John hat studiert und sein Bruder dann mit seinem Diplom geboxt. Und während John immer erfolgreicher und berühmter und als einer der bekanntesten Ärzte gezählt und Bestseller-Autor wurde, war Will... Also er hatte eine tolle Persönlichkeit, sagen wir es so. Und als John dann sein Gesundheitsresort, das Battle Creek Sanatorium 1876 übernommen hat, wurde Will zumindest als Stabschef eingestellt. Ein wahrer Glücksfall. Naja, er wurde von seinem Bruder echt beschissen bezahlt und einen Titel gab's auch nicht. Er war also Chief of Staff, ohne Chief of Staff zu sein. Praktisch. Und das Sanatorium war übrigens eine sehr fragwürdige Einrichtung mit einem Haufen alternativer Behandlungsmethoden, wie Radonbäder oder Einläufe, die mehr aus Prinzip als aus Not gemacht wurden. Einfach mal eine Röhre in den Pupi, ja. Will musste wahrscheinlich Ansaugen beim Ablassen. Allerdings hat sich dieses Blatt dann recht schnell gewendet und auch da war eigentlich John dran schuld. Zu seinen Aufgaben als Chefarzt hat nämlich auch gehört, das Essensaufgebot des Centers anzupassen und natürlich durchweg weiterzuentwickeln. Und auf der Suche nach den perfekten Müsli-Flakes aus Getreide ist er zufällig über Maisflakes gestolpert, aber natürlich ohne Zucker. Das ist ungesund. Oh Gott. Und genau das hat Will mitbekommen und direkt gesagt, alright, I'm heading out. Hat gekündigt, die Firma Kellogg's gegründet und per gezuckerten Cornflakes ist er unglaublich reich geworden. Im Prinzip ist Will mit daran schuld, dass man heute schon im Kindergarten abhängig von Zucker ist. So oder so, geredet haben die beiden seitdem nie wieder, bis sie beide das Zeichen... Aber Brüder im Clinch, das erinnert mich doch an irgendwas. Weißt du schon, was du dieses Wochenende spielen wirst? Wie wär's vielleicht mit Magic the Gathering? Das ist nicht nur das erfolgreichste Kartenspiel überhaupt, sondern du kannst dazu noch am PC, am Handy oder ganz klassisch am Tisch mit deinen Griffeln spielen. Und wenn es jemals allerhöchste Eisenbahn war, mit dem Spielen zu beginnen, dann aber jetzt. Choo-choo! Verpackungsfrisch und prall gefüllt mit neuen Karten und Geschichten kommt nämlich genau in diesem Moment eine völlig neue Erweiterung um die Ecke. Krieg der Brüder! 2 Brüder, 2 Steine und 1 Obstschale. Explosion! In Krieg der Brüder fliegen wir schnurstracks durch die Vergangenheit und finden uns in einer Zeit wieder, in der die Kluft zwischen den Brüdern Ursa und Mishra so tief ist wie die Kohlenschlucht zwischen Magic-Spielern und Nicht-Magic-Spielern. Getrennt und getrieben von einem zerbrochenen Kraftstein versuchen beide Brüder sich gegenseitig ihre Hälfte zu klauen und 2 Stein zu 1 Stein zu machen, um dann seine Kraft zu nutzen. Und was noch ganz lieb anfängt, mit ein bisschen Schleicherei hier und ein bisschen Betrug da, artet schneller als du Max sein kannst in einem kompletten Roboterkrieg aus. Und während Ursa mit seinem Zauberstein immer bessere und bessere Robo-Daten baut, downloadet Mishra den Virus aus seinem Stein und konstruiert philosophisch und ethisch fragwürdige Cyborgs auf dem Rücken seiner zufällig gefundenen phyrexianischen Drachenmaschine Mike Fava. Und bis Ursa dann seinen Bruder und ganz Dominaria in die Luft jagt und 2000 Jahre Eiszeit zurücklässt, wenn der Planeswalker Sachen macht, ist mehr als genug Zeit für dich, das Set zu spielen und mehr über die 2 Streithähne und ihren Krieg herauszufinden. Also, worauf wartest du? Ran an die Booster! Die Geschichte von Adolf und Rudolf Dassler. Wer Schuhe kennt, der kennt wohl auch diese Geschichte. Adidas und Puma, 2 Firmen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine macht Schuhe und Sportzubehör, der andere macht Schuhe und...
Sportzubehör. Vielleicht doch nicht so unterschiedlich. Nun, die Wahrheit ist, dass sie mal nicht nur sehr gleich, sondern einfach dasselbe waren und beide Marken tatsächlich der Gebrüder Dassler Schuhfabrik entsprungen sind. Oder entlaufen. Waren ja hauptsächlich Sportschuhe, die sie gemacht haben. Allerdings, aus heute bisher unbekannten Gründen, haben sich die beiden Brüder dann bis auf den Tod zerstritten und ihre Firma prompt halbiert. Und während auf der einen Flussseite dann von Adolf die neue Firma Adidas mitsamt Fabrik eröffnet wurde, hat Rudolf auf der anderen Seite die Puma-Fabrik neu streichen lassen. Aber wenn das die ganze Geschichte wäre, würde das natürlich nicht für diese Liste hier reichen. Der sehr viel spannendere Teil ist nämlich gar nicht der Zank von den beiden persönlich, sondern dass die gesamte Stadt Herzogenaurach durch den Streit auch halbiert wurde. Alle Arbeiter der Firmen hatten praktisch auf den jeweiligen Flussseiten ihren eigenen Stadtteil. Eigene Bars, eigene Geschäfte, eigene Bäcker, eigene MTG-Stores, I guess. Und die Interaktion mit den anderen Sandalenlagern, das war absolut tabu. Und als die beiden dann fernab voneinander gestorben sind, könnte man meinen, dass es da vorbei war. Aber nein. Die Söhne der beiden, ne, Klein Horst bei Adolf und Klein Armin bei Rudolf, haben nämlich einfach da weitergemacht, wo ihre Väter aufgehört haben zu atmen. Dieser Streit wurde dann fortgesetzt, bis die Firmen jeweils aus dem Familienbesitz gewandert sind. Und wo keine Familie, da auch kein Familienstreit. Aber eine Sache muss ich euch noch sagen. Ende der Geschichte.